Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Thema ist heute Durchstandsnachweise an Wandenden und Ecken sowie Stützen in AirFem. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde dieses Webinar heute wieder moderieren. Mein Kollege Paul Kieloch wird die Präsentation im Programm AirFem und im Zusatzmodul RF Stanz Pro durchführen. Und unser gemeinsamer Kollege Alexander Meierhofer wird Ihre Fragen beantworten. Fragen können Sie stellen rechts im Panel. Dort können Sie auch noch Einstellungen zum Ton vornehmen, falls Sie uns zu laut oder zu leise hören. Zusätzlich nochmal zu den Windows-Einstellungen. Zum Ablauf heute. Ich stelle ganz kurz die wichtigsten Features in RF-Stanz Pro vor. Insbesondere die neuen Features, die gegenüber der Vorgänger oder gegenüber dem Vorgängermodul RF Stanz hinzugekommen sind. Und der Paul Kieloch wird dann anhand eines Praxisbeispiels alles bemessen, Wandenken, Enden und Stützen, auch eine Stützenkopfverstärkung mal einbauen. Also Ihnen alle Möglichkeiten zeigen, die Sie im Zusatzmodul RF Stanz Pro haben. Ja, zu den Features, also erstmal genau wie im Vorgängermodul die große Überschrift Durchstandsnachweise nach Eurocode 2. Und hier sehen Sie schon, da habe ich gelb markiert, die neuen Features, die gegenüber dem Vorgängermodul hinzugekommen sind. Das sind die Wandenden und Wandecken. Das sind im Prinzip die wichtigsten oder das wichtigste neue Feature, dass Sie nicht nur Stützen, sondern auch diese Wandenden und Wandecken für Durchstanzen nachweisen können. Auch neu ist die Anordnung einer Stützenkopfverstärkung, die Sie optional durchführen können, sowie die automatische Erkennung der Lage der Durchstandsknoten. Also direkt aus AirFem wird es ins Modul importiert, genauso wie eingegebene Plattenöffnung. Es gibt noch viele weitere Features. Die meisten sehen Sie jetzt im Prinzip im Webinar. Also der Paul wird das alles im Programm Ihnen darlegen. Und ja, dabei wünsche ich Ihnen dann schon mal viel Spaß. Ich übergebe jetzt noch den Bildschirm an den Paul Kieloch. Und Paul, du kannst dann loslegen. Ja, vielen Dank, Andreas, für die einleitenden Worte. Wie mein Kollege bereits angesprochen hat, gibt es in RF Stanz Pro gegenüber der Vorgängerversion RF Stanz zwei wesentliche neue Features. Das wäre zum einen einmal der Nachweis am Wandende bzw. am Wandeck. Das werden wir heute gemeinsam eingeben und uns anschauen. Und zum zweiten wäre das dann noch der Nachweis des Durchstanzens an einer Einzelstütze mit Berücksichtigung einer Stützenkopfverstärkung. Also im heutigen Webinar soll es jetzt darum gehen, Ihnen einmal die Vorgehensweise bei der Eingabe im Modul RF Stanz Pro aufzuzeigen. Ich habe jetzt hierzu schon ein Modell, ein einfaches 3D-Modell angelegt. Sie sehen das jetzt hier auch schon auf meinem Bildschirm hier. Wir werden uns hier einmal das Durchstanzen an einer Wandecke ansehen. Das wird hier der Knoten Nummer 5 sein. Dann haben wir hier auch noch den Knoten Nummer 9. An dem Knoten werden wir uns das Durchstanzen am Wandende ansehen. Und dann haben wir hier noch diese Stütze. Da werde ich einmal die Bemessung ohne Stützenkopfverstärkung und einmal noch zum Vergleich mit einer Stützenkopfverstärkung durchführen. Ich starte jetzt auch gleich das Modul hier über den Datennavigator, über einen Doppelklick auf den Eintrag RF Stanz Pro. Und das Modul öffnet sich gleich entsprechend im ersten Bemessungsfall in der Maske 1.1. Ich gehe jetzt zunächst einmal her und benenne mir diesen einen Fall um und sage jetzt hier Wandecke, bestätige das mit OK
und kann jetzt hier zunächst einmal hergehen und mal den einen Knoten, den ich jetzt hier als Wandecke jetzt bemessen will, entsprechend mal auswählen grafisch. Ich pick mir diesen Knoten Nummer 5, ist es hier ab, bestätige diesen Dialog hier mit OK und kann mir jetzt hier unten gleich noch die Belastung, für welche dieses Durchstanzen hier nachgewiesen werden soll, hier auswählen. Ich habe hier jetzt die EK1 mal vorbereitet. Das ist im Prinzip eine umhüllende von diesen LKs 1 bis 5 und das sind diese Lastkommissionen im Grenzzustand der Tragfähigkeit hier. Als weiteres sehen Sie jetzt hier noch in der Maske 1.1 in den Basisangaben hier die Auswahl der Norm, also im RF Stanz Pro werden die Nachweise nach Eurocode 2 durchgeführt. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, dass Sie hier eine Vielzahl von nationalen Anhängen sich hier auswählen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche hier entsprechend draufklicken, öffnet sich hier die Liste und Sie können jetzt hier die einzelnen nationalen Anhänge hier auswählen. Für unser Beispiel hier wählen wir den nationalen Anhang für Deutschland aus und das wären jetzt hier im Prinzip die Eingaben in der Maske 1.1. Ich kann jetzt hier gleich in die Maske 1.2 wechseln zu den Materialien und Flächen. In der Maske 1.2 Materialien und Flächen können wir hier Änderungen durchführen gegenüber dem RFM5 Modell. Also ich habe hier in dem RFM5 Modell diesen Deckel, den ich jetzt hier aufs Durchstanzen nachweisen will. Das Programm erkennt richtig hier die entsprechende Fläche mit der Materialnummer. Falls ich jetzt als Anwender eine andere Materialnummer oder eine andere Betonfestigkeit jetzt hier ansetzen möchte, dann könnte ich das entsprechend hier über diese Liste hier auswählen. Gleiches gilt auch für die Betonstahlsorte. Das behalte ich jetzt hier mal bei und gehe jetzt nochmal in den unteren Teil dieser Maske 1.2. Hier können Sie eine andere Dicke einstellen. Also das ist hier jetzt auch so, dass die Dicke von dieser Fläche, die ich hier ausgewählt habe, übernommen wird. Wenn Sie da einen anderen Wert einstellen möchten, dann können Sie das ebenfalls in der Maske 1.2 hier vorgeben. Das wären dann auch schon die Eingaben, die ich hier machen kann in der Maske 1.2 und wir wechseln gleich in die Maske 1.3 zu den zusätzlichen Öffnungen. In RF Stanz Pro ist es so, dass Öffnungen, die im RFM5 Modell enthalten sind, die Öffnungen werden automatisch bei der Durchstandsführung mit berücksichtigt. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn Sie in Ihrer Deckenplatte einen Durchbruch haben, zum Beispiel für einen Treppenaufgang, den Sie bei der Ermittlung der Schnittgrößen, der Flächenschnittgrößen mit berücksichtigen, dann wird diese Öffnung auch automatisch vom Modul im Nachweis mit berücksichtigt. Jetzt kann es aber sein, dass Sie jetzt zum Beispiel, ich ziehe mal diesen Dialog von dem Modul ein Stück nach unten, jetzt kann es sein, dass Sie zum Beispiel hier neben dem Wandeck hier eine Öffnung haben, zum Beispiel für ein Regenfallrohr oder irgendwelche sonstigen Installationen, die jetzt hier bei der Schnittgrößenermittlung in RFM, jetzt rein für die Flächenbemessung, nicht von Wichtigkeit sind und Sie haben das absichtlich nicht mit berücksichtigt. Allerdings kann es ja sein, dass diese Öffnung dann für den Durchstandsnachweis hier doch wieder maßgeblich wird, weil entsprechend das Einfluss auf den kritischen Rundschnitt hat. Und diese zusätzlichen Öffnungen, die jetzt im RFM-Modell nicht enthalten sind, die können sich hier definieren. Also Sie wählen sich jetzt hier in der Tabelle 1.3 jetzt einfach mal eine Bezugsfläche aus. Das wäre jetzt in meinem Fall hier die Fläche Nummer 1. Und dann kann ich hier zusätzlich noch einen Bezugsknoten auswählen. Ich will jetzt einfach mal den Knoten, da wo ich den Durchstandsnachweis hier mache. Und als nächstes muss ich hier noch Koordinaten angeben. Sie sehen das hier unten in dieser Infografik entsprechend. Ich kann jetzt hier eingeben 0,5 Meter und 0,5 Meter. Und dann kann ich hier noch eine
Form entsprechend anpassen, entweder wenn es rund ist oder rechteckig. Ich belasse jetzt das einfach mal bei rechteckig und hier könnte ich noch 0,25 Meter einstellen und 0,25 Meter. Und Sie sehen jetzt hier, wenn Sie in die Grafik hier ein Stück reinzoomen, sehen Sie hier das Koordinatensystem an diesen Bezugsknoten und entsprechend sehen Sie hier die Öffnung. Also das ist dann quasi die Öffnung, die in RFM5-Modellen nicht mit berücksichtigt ist, aber für einen Durchstandsnachweis könnte sowas mit berücksichtigt werden. In unserem Beispiel möchte ich diese Öffnungen nicht weiter mit berücksichtigen, deswegen gehe ich hierher, markiere mir diese Zeile nochmal und lösche das entsprechend wieder raus und wechsle dann in die Maske 1.4 zur Längsbewertung. In der Maske 1.4 können Sie, wie es der Name sagt, die Längsbewertung definieren. Hier geht es jetzt weniger darum, dass Sie den Längsbewährungsgehalt, der was jetzt beim Durchstandsnachweis mit berücksichtigt werden soll, vorgeben, sondern es geht hier um die Definition der Betondeckung und aus dieser eingegebenen Betondeckung bestimmt sich dann letztlich die statische Höhe, welche dann für den Durchstandsnachweis berücksichtigt wird. Also Sie können jetzt hier oben dieses Maß hier anpassen. Ich könnte jetzt hier die 3 cm mal drin lassen und das entsprechend hier mal hochklicken. Sie sehen, wie sich jetzt hier in der Grafik der Durchmesser von der oberen Bewährungslage hier anpasst und aus dieser Vorgabe bestimmt sich dann im Programm die statische Höhe, die hier für einen Durchstandsnachweis angesetzt wird. Jetzt wechsle ich gleich zur Maske 1, also ich belasse die Einstellung jetzt hier mal auf den Standardwerten und wechsle in die Maske 1.5 zu dem Durchstandsknoten bzw. hier unten zu den Durchstandsknotendetails. In RF Stanz Pro ist es so, dass das Modul automatisch die Durchstandsform erkennt. Also ich habe jetzt hier in der Maske 1.1 den Knoten 5 ausgewählt und das Modul erkennt jetzt automatisch, dass es sich hier um einen Durchstanzen an einer Wandecke handelt. Das ist das Erste. Also das Modul erkennt, ist es ein Wandeck oder ist es ein Wandende und stuft es hier entsprechend ein. Wenn Sie jetzt hier noch eine Stütze auswählen würden und die Stütze wäre jetzt zum Beispiel hier am Rand angeordnet oder am Wandeck, dann würde das entsprechend als Einzelstütze erkannt und zusätzlich hier unten dann als bei der Lage richtig eingestuft als Randstütze oder als Eckstütze. Also ist vor allem für die Kunden interessant, die hier das Vorgängermodul RF Stanz noch kennen oder benutzen. Da müsste man das bei jedem Durchstandspunkt explizit anwählen, ob es sich hier um eine Stütze in der Mitte handelt oder am Rand oder am Eck. Das entfällt jetzt in RF Stanz Pro. Das Modul erkennt es automatisch, wo die Stütze hier positioniert ist. Dann hier weiter zur Durchstandsbewertung. Bei der Durchstandsbewertung ist es so, dass das standardmäßig auf die vertikale Bewertung voreingestellt ist. Also wenn jetzt hier die Längsbewertung nicht weiter erhöht werden kann, weil der zulässige Längsbewertungsgrad bereits überschritten ist und ich eine Durchstandsbewertung benötige, dann würde RF Stanz Pro hier eine vertikale Durchstandsbewertung anordnen. Das kann ich hier oben entsprechend auswählen. Als Alternative gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ich als Anwender sage, ich will keine Durchstandsbewertung anordnen oder ich möchte keine vertikale, sondern schräge Durchstandsbewertung anordnen. Und die zusätzliche Option, was wir hier noch haben, ist hier das Kürzel HDB. Wenn Sie hier mal auf das HDB draufklicken, dann stellen Sie hier fest, dass hier unten diese Schaltfläche mit Berechnung entsprechend verschwindet und ich erhalte hier eine neue Schaltfläche mit dem Kürzel HDB. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Schnittstelle zwischen RF Stanz Pro und dem Programm Halfen HDB verwenden. Also Sie können die ermittelte Last oder die Last aus RF Stanz Pro und die Geometrie
an das Programm Halfen HDB übertragen und dann dort die Nachweise führen bzw. sich in dem Halfen HDB diese Halfendübelleisten bemessen lassen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie zuvor auf der Halfen-Homepage sich die aktuelle Version vom Halfen HDB herunterladen, diese ordnungsgemäß auf Ihren PC installieren und auch registrieren. Und wenn das Programm ordnungsgemäß bei Ihnen installiert ist und auch startet, können Sie auch diese Schnittstelle, also diese Schaltfläche hier verwenden, um quasi die Schnittstelle zwischen RFStanz Pro und Halfen HDB anzuwenden. Ich stelle jetzt für unser Beispiel mal hier wieder auf die vertikale Zustandsbewertung um. Als nächstes hätten wir hier noch die Eingabe bezüglich der Wanddicke. Das Modul erkennt jetzt automatisch die von mir vorgegebenen Wandstärken. Ich habe jetzt hier die Wände hier, Sie sehen jetzt das in dem Modell, die zwei Wände unter der Decke haben jeweils eine Wanddicke von 25 cm. Das Modul erkennt diese eingegebene Wanddicke und trägt es entsprechend hier ein. Ich könnte das jetzt entweder hier oben oder auch hier unten in den Durchstandsknotendetails entsprechend anpassen. Gleichzeitig sehe ich hier auch die zugehörigen Linien und könnte mir entsprechend das Modell hier kontrollieren. Ich sehe jetzt hier in meinem Fall die Wand Nummer 1 hätte jetzt die Linie Nummer 10 und die Wand Nummer 2, das wäre die Linie Nummer 27, ich kann das dann entsprechend mit meinem RFM-Modell auch abgleichen. Hier unten ist die bereits von mir angesprochene Lage des Bauteils, also in dem Fall ist das korrekterweise auf die Mitte eingestellt. Dann als Bauteil ist auch richtig vom RFStanz Pro erkannt, dass es sich hier um eine Platte handelt. Es gibt hier auch noch die Einstufung in ein Fundament, aber dazu kommen wir dann am Ende des Webinars noch. Und als nächsten Punkt haben wir hier in den Durchstandsknotendetails die angewendete Durchstandslast. Da gibt es jetzt eine Unterscheidung zwischen nicht geglätteter Schubkraft über den Umfang des kritischen Rundschnitts und es gibt hier auch die geglättete Schubkraft über den Umfang des kritischen Rundschnitts. Standardmäßig ist jetzt hier beim Wandeck bzw. dann auch beim Wandende der nicht geglättete Schubkraft, die nicht geglättete Schubkraft über den Umfang des kritischen Rundschnitts eingestellt. Also im Gegensatz zum Nachweis, oder Nachweis des Durchstanzens an einer Stütze bzw. an einem Knotenlager kann die Durchstandslast beim Nachweis am Wandeck nicht direkt aus der Stützennormalkraft bzw. aus der Lagerkraft entnommen werden. Zur Ermittlung der Durchstandslast wird in RFStanz Pro ein Schnitt im kritischen Rundschnitt hier angelegt. Sie sehen das entsprechend hier die Grafik. Das ist hier der kritische Rundschnitt, der wird bereits vor der Berechnung angelegt. Und das Programm geht dann im Weiteren her und nimmt sich die Flächenschnittgrößen, also die Flächenschnittgrößen aus RFM und integriert diese entsprechend auf. Und ich kann jetzt als Anwender hier entscheiden, ob hier die geglätteten oder nicht geglätteten Schnittgrößen hier verwendet werden. Ich belasse das jetzt hier mal beim nicht geglätteten Schubkraftverlauf über den Umfang des kritischen Rundschnitts und werde danach in einem zweiten Beispiel nochmal eine Vergleichsrechnung machen mit dem geglätteten Verlauf und Ihnen dann nochmal kurz einen Hinweis geben, wo da genau die Unterschiede sind. Wir gehen jetzt also hier weiter in der Maske 1.5 in den Durchstandsknotendetails. Hier unten könnten Sie jetzt noch Änderungen an der Durchstandsrichtung machen. Das wird vom Programm richtig entsprechend ermittelt. Dann gibt es hier noch die gleiche Einstellung wie hier oben bezüglich der Durchstandsbewährung. Ich könnte, wenn ich jetzt hier das wollte, noch optional Mindestmomente mit aktivieren und Rundschnitte anlegen. Bei den Rundschnitten ist es so, ich lasse mir das jetzt für dieses Beispiel vom Programm auslegen, also es wird entsprechend der kritische Rundschnitt, die ganzen inneren Rundschnitte für eine eventuell erforderliche Durchstandsbewährung und der äußere Rundschnitt werden automatisch angelegt.
Ich könnte als Anwender hier auch einen Haken setzen und das Ganze auch frei definieren. Und das Programm würde das dann den Nachweis auf Grundlage meiner Definition durchführen und mir sagen, ob das so funktioniert oder nicht. Wie gesagt, in diesem Beispiel lasse ich das jetzt mal so und die Rundschnitte sollen vom Modul festgelegt werden. Am Ende der Maske oder am Ende von diesen Durchstandsknotendetails ist es jetzt hier auch noch möglich, eine Längsbewertung zu definieren. Dazu kommen wir später. Ich belasse jetzt da mal die Eingaben hier so in der Form. Bin jetzt eigentlich mit der Vorgabe für den Durchstandsnachweis hier an dem Wandeck soweit mal fertig und kann jetzt hier auf die Schaltfläche Berechnung draufklicken und mal die erste Berechnung durchführen. Ich erhalte jetzt hier in der Maske 2.1 Durchstandsnachweise ein Nachweiskriterium von 0,68. Das ist quasi jetzt hier das Nachweiskriterium mit dem Ansatz des ungeglätteten Verlaufs der Schubkraft über den kritischen Rundschnitt. Jetzt habe ich den Fall 1 schon mal gespeichert hier. Ich kopiere mir den Ganzen jetzt einmal und sage hier Wandecke und geglättet. Bestätige das mit OK. Wechsle dann hier nochmal in die Maske 1.5 im Fall 2 und stelle das Ganze jetzt um hier auf den geglätteten Verlauf der Schubspannung. Jetzt haben Sie hier gesehen, durch das, dass ich jetzt hier umgeschaltet habe vom nicht geglätteten auf den geglätteten Verlauf der Schubkraft, kommt hier zusätzlich diese Zeile mit dem Lasterhöhungsfaktor Beta mit ins Spiel. In RF-Stand Pro wird der Lasterhöhungsfaktor Beta standardmäßig über die vollplastische Schubspannungsverteilung ermittelt. Alternativ haben Sie als Anwender auch die Möglichkeit, dass Sie hier das umstellen und diese konstanten Faktoren aus der Norm entsprechend hier ansetzen. Also da hätten wir die bekannten Faktoren für Innenstütze, zum Beispiel die 1,1, für Randstütze 1,4 und für ein Wandeck hätten wir dann 1,2 jetzt zum Beispiel. Ich belasse jetzt das aber trotzdem einmal hier auf der vollplastischen Schubspannungsverteilung und wir können dann schauen, welcher Lasterhöhungsfaktor Beta mir hier vom Programm ermittelt wird. Die Längsbewertung lasse ich jetzt hier auch in diesem Beispiel mal weg. Bin jetzt hier mit der Eingabe soweit mal fertig und ich kann jetzt auch hier wieder die Schaltfläche für die Berechnung mal betätigen. Und ich komme jetzt hier in diesem Fall auf ein Nachweiskriterium von 0,75. Ich speichere das Ganze jetzt nochmal schnell ab und wechsle dann, wenn das Ganze entsprechend abgespeichert ist, wechsle ich entsprechend in die Airframe-Grafik. So, über die Schaltfläche Grafik hier kann ich jetzt in das Airframe springen und ich sehe jetzt hier im Ergebnisnavigator Querkraft im kritischen Rundschnitt, das habe ich mir hier entsprechend ausgewählt und für den RF-Stand Pro Fall 2 sehe ich jetzt hier diesen geglätteten Wert, also das ist jetzt quasi der Mittelwert der Querkraft entlang dieses kritischen Rundschnitts. Das war im Fall 2 entsprechend die Eingabe und im Fall 1 hatte ich hier diesen nicht geglätteten Verlauf der Querkraft im kritischen Rundschnitt ausgewählt und Sie sehen jetzt hier entsprechend den Unterschied. Hier habe ich einen Maximalwert von 82,73 kN pro Meter und in dem Fall 2 waren es eben diese 73,29 kN pro Meter. Jetzt schalte ich mal wieder auf den Fall 1 hier und gehe über diese Schaltfläche hier im Ergebnispanel wieder zurück in das Modul Stands Pro und dann im Fall 1 auf die Ergebnisse hier und wir können uns hier mal die einwirkende Querkraft, die Flächeneinheit anschauen. Also RF Stands Pro geht jetzt hierher und setzt diesen Maximalwert, das ist quasi dieser Peak hier,
setzt diesen Maximalwert hier an und multipliziert den mit dem Umfang des kritischen Rundschnitts und errechnet sich hieraus diese einwirkende Querkraft. Daraus ermittelt sich dann diese einwirkende Querkraft, die Flächeneinheit, und hierbei wird ein Lasterhöhungsfaktor von 1,0 angesetzt, weil ich ja hier bereits diesen Maximalpeak bei der Ermittlung der einwirkenden Querkraft angesetzt habe. Wenn ich jetzt hier auf den Fall 2 umschalte, dann sehen Sie hier unten geglättete Querkraft im kritischen Rundschnitt. Also das ist dieses Vmax B Average, dieser gemittelte Wert hier. Da hatten wir die, was wir davor gesehen haben, 73,29 kN pro Meter. Die werden entsprechend mit der Länge des kritischen Rundschnitts hier multipliziert und Sie kommen hier auf die 110 kN. Und wenn Sie sich jetzt mit diesen 110 kN die einwirkende Querkraft, die Flächeneinheit hier berechnen, dann wird es entsprechend noch beaufschlagt mit dem Lasterhöhungsfaktor Beta. Da haben wir jetzt in diesem Fall 1,25 und dieser Lasterhöhungsfaktor Beta, der wurde hier über diese vollplastische Schubspannungsverteilung errechnet. Also wenn ich jetzt beide Fälle hier betrachte, haben wir in etwa die gleichen Ergebnisse. Es wird entsprechend die Meldung 51 hier hinten angezeigt und das bedeutet in dem Fall, dass der Durchstandswiderstand der Platte ausreichend ist, auch wenn ich also ohne Ansatz einer erhöhten Längsbewährung ist quasi die Mindestquerkrafttragfähigkeit dieser Platte hier ausreichend und es sind keine weiteren Nachweise hier erforderlich. Ich kann jetzt hier in dem Fall 1, der wäre jetzt im Prinzip der Nachweis an dem Wandeck, wäre jetzt hier eigentlich so abgeschlossen. Ich kann jetzt hier im Fall 1 hergehen und den Fall mal umbenennen und ich sage jetzt hier Wandecke und Wandende, bestätige das mit OK. Und wähle mir jetzt hier in der Maske 1.1 Basisangaben noch zusätzlich hier den Knoten mit der oder den Knoten am Wandende aus. Also ich klicke hier auf die Schaltfläche Knoten wählen, notiere mir das entsprechend hier hin, wähle mir den Knoten 9 hier aus, bestätige das mit OK und kann hier gleich wieder in die Maske 1.5 wechseln zu den Durchstandsknotendetails. Hier oben in der Tabelle sehen Sie jetzt den Knoten 5, den wir zuvor behandelt haben und jetzt haben wir hier zusätzlich den Knoten 9 mit drin. Das ist jetzt das Durchstanzen hier an diesem Wandende. Ich setze hier jetzt auch diesen nicht geglätteten Schubkraftverlauf über den Umfang des kritischen Rundschnitts an und errechne mir jetzt einfach mal die Querkrafttragfähigkeit für diese Durchstandsstelle und lasse mir hierbei die Längsbewährung automatisch erhöhen. Also ich gebe die jetzt nicht hier vor über den Haken hier Querschnitt definieren, sondern das Programm soll mir jetzt diese erforderliche Längsbewährung ermitteln, damit die Querkrafttragfähigkeit hier ausreichend ist. Ich klicke hier entsprechend auf die Berechnung und ich erhalte hier in der Maske 2.1 für den Knoten 9 ein Nachweiskriterium von genau 1,0 und ich könnte jetzt hier in der Maske 2.2 die hierfür notwendige Längsbewährung auf der Plattenoberseite mir anzeigen lassen. Also Sie sehen jetzt hier, das Programm hat die Längsbewährung auf der Plattenseite so lange erhöht, bis ich hier beim Nachweis der Querkrafttragfähigkeit genau auf 1,0 komme. Wenn Sie jetzt als Anwender sagen, diese 21,5 Quadratzentimeter pro Meter sind jetzt von der Ausführbarkeit jetzt so nicht optimal, ich möchte jetzt als Anwender selbst was vorgeben, dann können Sie das, wie ich davor schon angedeutet habe, hier über die Maske 1.5 durchführen. Also ich wechsle wieder hier in diese Maske und gehe hier unten bei Längsbewährung Querschnitt definieren rein und setze hier den Haken. Durch das, dass ich jetzt hier den Haken gesetzt habe, erscheint jetzt hier diese Eingabezeile und ich kann jetzt hier in der oberen Lage hier
ein Bewährungsgehalt vorgeben. Ich habe mich jetzt hier entschieden, dass ich Durchmesser 12 alle 10 mal hier eingebe und das entspricht dann entsprechend 11,31 Quadratzentimeter pro Meter. Das gleiche mache ich dann auch in die andere Richtung, auch auf der Oberseite. Bestätige das Ganze und jetzt habe ich hier einen fixen Bewährungsgehalt für die Längsbewährung auf der Plattenoberseite definiert. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss mir jetzt, weil ich hier Durchmesser 12 alle 10 angeordnet habe oder eingeplant habe, das müsste ich jetzt entsprechend noch in der Längsbewährung anpassen. Ich kann jetzt hier quasi hergehen und hier das Maß entsprechend einstellen. Ich stelle jetzt hier mal 3,1 ein und 4,3, damit ich auf die 12er Eisen hier kommen entsprechend und das entsprechend bei der statischen Höhe zusammenpasst. Die Eingaben werden jetzt soweit hier mal hier abgeschlossen. Also wie gesagt, ich rechne jetzt den Nachweis an dem Wandende jetzt einmal mit einer vorgegebenen Längsbewährung auf der Plattenoberseite und schaue dann, was mir hier RF Stanz Profi ein Ergebnis liefert. Ich klicke jetzt entsprechend hier auf die Berechnung. Und ich erhalte hier jetzt zunächst einmal den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit und der ist jetzt hier mit diesen 11,31 Quadratzentimeter pro Meter jetzt mal nicht eingehalten. Man sieht das entsprechend hier an dem Nachweiskriterium und weil quasi diese definierte Längsbewährung auf der Oberseite hier nicht ausreichend ist, geht das Programm jetzt automatisch über und legt eine vertikale Durchstandsbewährung hier ein. Also Sie sehen jetzt hier einmal, dieses Nachweiskriterium ist für die Querkrafttragfähigkeit auf Grundlage der Längsbewährung nicht eingehalten und ich erhalte hier eine Durchstandsbewährung und entsprechend die Nachweise hier für die Druckstrebe, für die Zugstrebe und für den äußeren Rundschnitt. Die Nachweiskriterien bei der Zugstrebe und beim äußeren Rundschnitt, die sind entsprechend oder fallen hier genau auf 1,0, weil eben das Modul hier den Bewährungsgehalt bzw. auch die Lage der einzelnen Rundschnitte entsprechend so auslegt, dass das auf 1,0 fällt. Wenn ich mir das in der Maske 1,5 als benutzerfrei vorgebe, dann kann es durchaus sein, dass Sie hier auch wieder Nachweiskriterien kleiner oder größer eins entsprechend erhalten und dann müssten Sie gegebenenfalls das hier noch anpassen. Jetzt kann ich hier für den Durchstandsnachweis am Wandende in die Maske 2.2 wechseln und Sie sehen jetzt hier am Knoten 9 zum einen die von mir definierte Längsbewährung, das waren diese 11,3 Quadratzentimeter pro Meter. Und weil eben die nicht ausreichend waren, hat jetzt das Programm eine Durchstandsbewährung hier angelegt. Ich kann jetzt hier unten reinklicken und in diese Infografik hier mal reinzoomen. Sie sehen jetzt hier dieses Wandende, den Knoten 9 und Sie sehen im ersten Rundschnitt hätte ich eine Bewährung von 3,89 Quadratzentimeter vorzusehen. Sie können auch hier in diesen Ergebnisdetails einsehen, in welchem Abstand zur Lasteinleitungsfläche hier dieser erste Rundschnitt angeordnet wird. Das ist jetzt in unserem Fall sind das hier jetzt 12 cm für den ersten Rundschnitt. Und wenn ich jetzt hier auf den zweiten Rundschnitt klicke, dann sehe ich hier die 2,18 Quadratzentimeter und die wären dann 25 cm vom Abstand der Lasteinleitungsfläche, also von unserer Wand hier entfernt einzulegen. Ich speichere das ganze Ergebnis jetzt nochmal ab entsprechend und wenn das Speichern abgeschlossen ist, dann wechsle ich über die Schaltfläche Grafik wieder in das RFM-Grafikfenster und wir können uns die Ergebnisse für diesen Durchstandsnachweis in der RFM-Grafik nochmal ansehen. Also das ist jetzt hier das RFM-Grafikfenster und ich sehe jetzt aus der vorherigen Einstellung hier einmal die Querkraft im kritischen Rundschnitt. Das ist das, was RF Stanz Pro aus der Bemessung in RFM herauszieht. Ich kann hier jetzt auch umschalten einmal auf die Hauptlast. Das wäre dann entsprechend die Durchstandslast, was hier ermittelt wird.
Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch umschalten auf die Netzbewertung. Wir sehen jetzt hier am Wandeck, da habe ich überhaupt keine Bewertung angelegt. Da war die Mindestquerkrafttragfähigkeit hier von der Platte ausreichend. In diesem Bereich haben wir wieder unsere 11,31 Quadratzentimeter pro Meter. Die sehe ich entsprechend hier grafisch dokumentiert. Und ich kann jetzt hier auch weiter schalten auf die Durchstandsbewertung und mir das Ganze mal in der Ansicht in Z-Richtung anschalten, einschalten. Und Sie sehen jetzt quasi hier Ihr Wandende und zusätzlich dann den ersten Rundschnitt mit 3,89 Quadratzentimeter pro Meter und hier der zweite mit 2,18. Des Weiteren gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sich hier das grafisch darstellen lässt, was ist jetzt hier meine aufzunehmende Querkraft im kritischen Rundschnitt. Da hatten wir unseren Wert von 620 kN pro Quadratmeter. Und das Gleiche könnte ich jetzt zum Beispiel auch mit einem äußeren Rundschnitt entsprechend machen. Sie sehen da auch, wie entsprechend das grafisch hier wandert, je nachdem, ob ich jetzt einen kritischen Rundschnitt mir anzeigen lasse oder den äußeren Rundschnitt. Und das Gleiche finden Sie dann auch hier unten für die Bemessungswerte. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel den Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit, da hatten wir jetzt unsere 500 kN pro Quadratzentimeter und das war eben der kleinere Wert verglichen zu der aufzunehmenden Querkraft und daraus resultierte dann entsprechend die Durchstandsbewertung. Das ist im Prinzip das, wie man hier im Ergebnisnavigator von RF Stanzpro hier arbeiten kann. Sie können diese Grafik oder diese Grafiken, die Sie hier erzeugen können, auch wie das bereits aus RFM bekannt ist, hier über den Grafikdruck und die Seriendruckfunktion können Sie diese Ergebnisse aus RF Stanz Pro auch entsprechend ins Ausdruckprotokoll mittels des Seriendrucks hier drucken. Also ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel die Bemessungswerte der Querkrafttragfähigkeit, dann die aufzunehmende Querkraft und zum Beispiel die Querkraft im kritischen Rundschnitt hier mal darstellen oder anhaken. Sehe, ich würde jetzt hier 7 Grafiken kriegen und die könnte ich dann entsprechend auf mit einem Klick dann für einen Durchstandsknoten dann ins Ausdruckprotokoll drucken. Das Ausdruckprotokoll, das Drucken ins Ausdruckprotokoll, das lasse ich für dieses Beispiel jetzt hier mal sein. Ich gehe hier gleich in den nächsten Nachweis und zwar wäre jetzt das der Nachweis an dieser Stütze. Ich speichere das Ganze nochmal ab und öffne jetzt das Modul RF Stanz Pro nochmal und lege mir hier jetzt nochmal einen neuen Fall für das Durchstanzen an dieser Stütze hier an. Siehe Datei. Neuer Fall und sage jetzt hier Zündkopfverstärkung, bestätige das mit OK. Jetzt kann ich mir hier den Knoten auswählen, den ich hier bemessen will. Als Bemessungslast wähle ich mir jetzt wieder die EK1 aus und ich gehe hier gleich in die Maske 1.5. Sie sehen hier auch wieder, dass das Programm automatisch erkannt hat, dass es sich hier um einen rechteckigen, ja, meine rechteckige Durchstandsform hier handelt und dass sich die Lage der Stütze hier ja, in der Mitte von der Fläche hier die Stütze befindet. Ich belasse jetzt die Einstellungen hier so. Ich will jetzt keine Längsbewertung hier definieren und der Lasterhöhungsfaktor Beta soll entsprechend hier auch über die vollplastische Schubspannungsverteilung ermittelt werden. Also ich belasse jetzt hier die Standardeinstellungen und klicke jetzt für diesen Durchstandspunkt hier einmal auf die Berechnung und erhalte hier in der Maske 2.1 Durchstandsnachweise ein Nachweiskriterium von 1,0 und um hier diese Querkrafttragfähigkeit zu erreichen, hat mir das Modul hier vorgeschlagen, eine Längsbewertung auf der Plattenoberseite von 25,96 Quadratzentimeter pro Meter einzulegen.
Wenn ich jetzt als Anwender hier diese Längsbewehrung hier so nicht verlegen möchte oder kann, dann haben wir in dem vorherigen Beispiel gesehen, dass wir hier eine vorhandene Längsbewehrung eingeben können. Das waren in dem ersten Beispiel diese 11,31 Quadratzentimeter pro Meter. Und daraus ergab sich dann diese zusätzliche Durchstandsbewehrung. Als Alternative gibt es jetzt in RF Stanz Pro die Möglichkeit, dass Sie für solche Stützen hier auch eine Stützenkopfverstärkung entsprechend vorsehen. Also ich will jetzt für dieses Beispiel diese Stützenkopfverstärkung vorsehen und wechsle jetzt wieder in die Maske 1.5 zu den Durchstandsknotendetails. Und hier finden Sie unten diese Zeile Stützenkopfverstärkung. Ich kann diese hier jetzt einmal einhaken und entsprechend ändert sich hier die Grafik. Sie können jetzt hier in diesen Eingabezeilen hier die Abmessungen der Stützenkopfverstärkung definieren. Zum einen ist es der Abstand in X-Richtung, dann der Abstand in Y-Richtung. Das bezieht sich hier auf dieses Koordinatensystem. Und dann haben Sie hier auch die Höhe der Stützenkopfverstärkung. Bei dem Abstandsmaß handelt es sich hier um das Maß von der Außenkante der Stütze bis zur Außenkante hier der Stützenkopfverstärkung. Und bei der Höhe ist es nur das Maß der Stützenkopfverstärkung. Also hier ist nicht die eigentliche Platte mit eingerechnet. Wenn ich hier über die Schaltfläche hier die Abmessungen anpasse, dann sehen Sie auch entsprechend, wie die Größe dieser Stützenkopfverstärkung hier zunimmt. Ich mache jetzt das für dieses Beispiel, das Maß setze ich jetzt auf 0,3 Meter in beide Richtungen mal fest, passe mir hier aber die Höhe an und sage 0,1 Meter, also 10 cm, soll diese Stützenkopfverstärkung groß sein. Und dann sehe ich entsprechend hier, wenn ich das hier nochmal zur Vervollständigung oder zur besseren Darstellung, wenn Sie hier das Maß entsprechend erhöhen, sehen Sie ab dem Punkt, wo das hier entsprechend gestrichelt dargestellt wird, ist die Stützenkopfverstärkung so dick, dass das Durchstanzen in der Stützenkopfverstärkung nicht mehr maßgeblich wird. Also ich habe jetzt das hier mal auf 0,1 reduziert. Sie sehen entsprechend hier den die durchgezogene Linie. Das heißt, ich habe hier einmal den Nachweis für das Durchstanzen der Stütze in der Stützenkopfverstärkung. Das wäre der erste Nachweis. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Nachweis für das Durchstanzen von diesen Ecken dieser Stützenkopfverstärkung in der Platte. Also bei dieser Berechnung mit der Stützenkopfverstärkungen werden im einen Rechenlauf im Prinzip zweimal oder zwei Durchstandsnachweise durchgeführt. Ich belasse jetzt diese Einstellung für die Stützenkopfverstärkung hier in der Form und gehe jetzt noch hier nach unten zur Längsbewehrung und wähle mir hier bei der Längsbewehrung auch nochmal die zuvor auch schon mit angesetzte Längsbewehrung von 11,31 Quadratzentimeter pro Meter an. Und hätte jetzt meine Eingaben hier entsprechend vervollständigt. Ich kann jetzt das Ganze berechnen und erhalte jetzt mit der vorhandenen Stützenkopfverstärkung und der von mir vorgegebenen Längsbewehrung von 11,31 Quadratzentimeter jeweils ein Nachweiskriterium in der Platte von 0,94 und in der Stützenkopfverstärkung von 0,89. Also einmal ist es das Durchstanzen der Stützenkopfverstärkung hier in der Platte, das wäre die erste Zeile. Und die zweite Zeile wäre jetzt hier, wenn man das noch ein bisschen aufmacht, das wäre dann quasi das Durchstanzen der Stütze in der Stützenkopfverstärkung. Ich speichere mir das Ganze jetzt wiederum nochmal ab. Gehe jetzt in die Grafik und Sie sehen jetzt hier entsprechend die Ergebnisse. Sie sehen jetzt hier den Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit entsprechend. Einmal ist es blau dargestellt
für die Stützenkopfverstärkung und einmal hier für die Platte, das wäre jetzt hier die rote Linie. Durch das, dass ich jetzt hier eine Stützenkopfverstärkung angeordnet habe, ist hier dieser Ergebnisnavigator erweitert worden. Sie haben jetzt hier unten die Möglichkeit, dass Sie zwischen der Darstellung von den Ergebnissen für die Platte und die Stützenkopfverstärkung hier einmal umschalten, oder Sie können hier auch nur auf die Platte oder nur die Stützenkopfverstärkung entsprechend umstellen. Das wäre jetzt das Beispiel mit der Stützenkopfverstärkung gewesen. Und als Abschluss möchte ich Ihnen noch kurz einen Hinweis geben bezüglich der Bemessung von Bodenplatten in Bezug auf das Durchstanzen. Also wir haben im ersten Beispiel hier das Durchstanzen an dieser Deckenplatte hier oben an diesen Knoten entsprechend untersucht, und wir wollen jetzt das Ganze nochmal in einem neuen Fall hier für die Bodenplatte durchführen. Also für die Bodenplatte ist das analog genauso möglich. Ich öffne mir hier wieder das Modul, lege mir jetzt hier einen neuen Fall an, sage hier jetzt einfach Bodenplatte und wähle mir jetzt als Beispiel mal den Knoten am Wandende und am Wandeck aus. Wähle mir zur Bemessung auch wieder die EK1 hier aus und gehe mir jetzt nur mal ganz kurz in die Maske 1.5. Und Sie sehen, das, was ich gerade ansprechen wollte, das Modul erkennt jetzt automatisch, dass es sich hier um eine Fundamentplatte oder um einen Nachweis an einem Fundament handelt. Ich habe quasi für die Bemessung Knoten abgepickt, die an eine gebettete Platte anschließen, und dann erkennt das Programm hier automatisch, es muss sich hier um ein Fundament handeln. Ich kann diese Einstellung entsprechend hier gleich beibehalten und es mit OK berechnen. Beim Nachweis als Fundament ist für Sie wichtig zu wissen, dass hier in diesem Fall der Abstand zur Lasteinleitungsfläche, dieses U-Grid, entsprechend iterativ ermittelt wird. Also wenn ich jetzt hier wieder auf diese Querkraft im kritischen Rundschnitt umschalte, dann ist beim Nachweis als Fundament der Abstand zwischen Lasteinleitung und dem kritischen Rundschnitt, bei dem Nachweis als Fundament wird der iterativ ermittelt. Ja, das waren jetzt die Beispiele bzw. meine Präsentation zu den neuen Features in RF Stanz Pro. Ich hoffe, das war informativ für Sie. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und übergebe das Wort wieder an den Kollegen Andreas Hörold. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Der Paul hat ja alle Möglichkeiten gezeigt, die Sie jetzt im neuen Zusatzmodul RF Stanz Pro haben. Also nicht nur wie früher im Vorgängermodul Stützen, sondern auch Wandecken und Wandenden. Ja, ich denke, das ist eine tolle Neuerung. Probieren Sie es aus, zum Beispiel in der Testversion, oder lassen Sie es sich freischalten für eine gewisse Zeit, um das nach Herzenslust zu testen. Ich wollte noch die Chance nutzen, Sie auf eine weitere Veranstaltung von uns hinzuweisen. Dazu nehme ich nochmal den Bildschirm, und zwar auf den Gluba Infotag Online. Wir veranstalten ja immer mehrere Infotage während eines Jahres, also so 7, 8 Infotage in verschiedenen Städten. Und ja, viele finden nicht die Zeit, da hinzufahren, oder vielleicht ist es auch für den einen oder anderen zu weit. Wir versuchen das zwar deutschlandweit zu verteilen, aber deshalb führen wir am Jahresende immer einen Gluba Infotag Online durch. Und zwar, wenn Sie auf unserer Homepage sind, gluba.de, einfach hier mal schauen bei Events. Und dann sehen Sie, am 14. Dezember gibt es dann diesen Gluba Infotag Online. Läuft dann ähnlich ab wie ein Webinar, halt einen ganzen Tag, verschiedene Beispiele. Stahlbau, Stahlbetonbau, Sie erhalten viele Tipps und Tricks. Also es lohnt sich, da teilzunehmen. Sie können auch sich jederzeit da ausklinken, wenn Sie zum Beispiel der letzte Part 3D-Volumenelemente nicht interessiert,
oder genau dieser Part Sie interessiert, dann schalten Sie sich dann einfach 14:30 zu. Also Sie sind herzlich eingeladen, das ist auch wie unsere Webinare immer kostenlos für Sie, also ein größerer Service für unsere Kunden und Interessenten. Ich bedanke mich nochmal bei meinen beiden Kollegen, einmal dem Paul Kieloch für die Vorführung und den Alexander Meyerhofer für die Beantwortung der Fragen. Es sind einige Fragen reingekommen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.